Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Vergangene Woche hat das EU-Parlament strenge Anforderungen an die Energieeffizienz älterer Gebäude beschlossen. Stimmt die Bundesregierung zu, müssen viele Immobilien auch in Bayern bereits bis zum Jahr 2030 bzw. 2033 aufwendig saniert werden. Das treffe Wirtschaft, Kommunen und letztlich uns alle äußerst hart. Denn der grüne Sanierungszwang bedeutet, dass neben Immobilieneigentümern auch Mieter mit erheblichen Mehrkosten rechnen müssen. Er wird viele Menschen schlichtweg überfordern, die schon jetzt unter knappem Wohnraum und steigenden Mieten leiden. Für Nichtwohngebäude soll diese Pflicht nochmals 3 Jahre früher gelten. Deshalb werden auch Wirtschaft und Kommunen erhebliche Finanzmittel in die Hand nehmen müssen, um ihre Gebäude zu sanieren. Das ist unbezahlbar. Statt den dringenden benötigten Neubau von Wohnraum voranzutreiben, sorgt EU und Bundesregierung dafür, dass sich das Wohnen bald niemand mehr leisten kann. Und das, nachdem Bundeswirtschaftsminister Habeck erst für kommendes Jahr ein Verbot von Öl- und Gasheizungen angedroht hat. Ein fatales Signal in Zeiten explodierender Baupreise. Es wäre nichts anderes als eine weitere Meile auf der realitätsfernen ordnungspolitischen Irrfahrt der Berliner Ampelregierung. Das alles zeigt, wie wichtig die vernünftige Stimme der Freien Wähler ist, hier im Landtag ebenso wie im Bundesrat und in Brüssel. Seit Jahren arbeiten wir daran, dass sich die Verantwortlichen im Bund und Europa an harte Fakten orientieren und nicht an ideologischen Irrfahrten und Fantasien. Und auch wir setzen uns für mehr Klimaschutz ein. Dabei achten wir aber darauf, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, statt sie mit unrealisierbaren Forderungen zu verunsichern. Wir kämpfen auch weiterhin für flächendeckend verfügbaren und bezahlbaren Wohnraum in Bayern. Wir stellen uns Habecks Sanierungswahnsinn entgegen und wir sagen ganz klar, Hände weg von unseren Häusern. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.